Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Moment, den Satz habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Das glaube ich wohl. Ja, schönen guten Abend aus Düsseldorf von der Grafenberger Allee 100. Wir beide spielen heute Abend Verkehrte Welt und wir beide, das sind Rainer Braun und Carsten Krome. Schönen guten Abend. Wir wollen Sie an einem Spätsommerabend in die Geschichte des Tourenwagen-Rennsports entführen. Wir haben illustre Gäste, angefangen natürlich von meinem ewigen und großen Moderatorenvorbild. Ich finde das immer für mich so ganz besonders und touchy, wenn ich mit ihm mal gemeinsam moderieren darf. Das war, glaube ich, vor 5 Jahren das letzte Mal der Fall am Norrisring. Damals hieß das Produkt noch Tourenwagen Classics. Jetzt heißt das DTM Classic Cup. Ist ein bisschen umständlicher geworden, aber ist genauso ein tolles Produkt. Und wir haben am Norrisring zuletzt die spannende Action dort erlebt. Was sagst du denn dazu, was die Herrschaften da auf die Beine gestellt haben, angeführt von Peter Oberndorfer, der das Ganze managt als Serienchef? Ja, also nach der Teilung der Tourenwagen Classics hatte man schon Bedenken, was daraus wird. Es ist ja alte Geschichte, wenn ein gutes Produkt geteilt wird, entstehen in der Regel 2 weniger gute Produkte. Dennoch hat man sich gerappelt und hat sich mit der DTM zusammengetan und das ist ein gutes Management, da ist eine gute Vermarktung auch und das wächst jetzt langsam wieder und ich hoffe sehr, dass man auch wieder zu einer Starterzahl kommt von 30, 35, wir hatten mal fast 50, das darf man nicht vergessen, aber durch den Split haben alle gelitten und jetzt muss man eben wieder neu aufbauen und ich denke, die sind auf einem guten Weg und der Peter Oberndorfer, dessen Auto auch zum Beispiel hier steht. Genau dazu kommen wir gleich. Sehr ordentlichen Job und ich wünsche Ihnen da weiterhin viel Erfolg. Das tun wir alle und die Faszination des historischen Tourenwagen-Rennsports, die ist größer denn je. Das erleben wir nicht nur in den Livestreams des DTM Classic Cups mit ungeahnten Reichweiten, sondern das erleben wir immer dann, wenn diese Autos wieder im Renneinsatz sind. Das ist zum Beispiel ein BMW 325i der Gruppe A. Diese Autos hatten relativ bescheidene 245 PS im allerersten Jahr der DTM, als die DTM hieß, 1986 nämlich. 84. Ja, 84 begann es als deutsche Produktionswagenmeisterschaft, dann kam die Umwidmung und nach dem großen 6er Coupé, Downsizing hieß das damals noch gar nicht, aber es wurde doch vollzogen, der Schritt zum 325i. Deine Erinnerung an diese Zeit, 86? Da war ich noch nicht beim Fernsehen, da habe ich noch an der Rennstrecke gesessen, gemeinsam mit dem Kollegen Kalli Hofstadt, Gott hab ihn selig. Wir haben eine tolle Zeit da gehabt, es war alles sehr unkompliziert, unbefangen. Ich erinnere mich noch gut, dass Kalli und ich im Wechsel in den Startaufstellungen standen und dann kam der Rennleiter und hat gesagt, wann können wir denn jetzt hier mal anfangen? Und dann hat der Kalli gesagt, wenn wir hier fertig sind. Und dann sind wir erstmal in aller Ruhe von Auto zu Auto, haben Interviews gemacht und dann wurde gestartet, wenn wir fertig waren. Dann sind wir zum Rennleiter und haben gesagt, jetzt kannst du loslegen. Und genauso machen wir das jetzt auch. Jetzt gehen wir nämlich auch von Auto zu Auto. Wir haben diese grüne Schönheit ja gerade schon angesprochen. Das ist das 1988er Originalauto von Peter Oberndorfer, der heute der Serienchef des DTM Classic Cups ist. Du hast im Vorgespräch gesagt, als das Auto gewonnen hat, hast du in Hockenheim in der Sprecherkabine gesessen. Ja, mit vor Kalli. 24 Jahren, nee, 34. Ja, 88, ne? 88, ich weiß noch ganz genau, es gab einen Doppelsieg der beiden Alpina in dieser Farbe, genau in diesem Outfit. Christian Danner hat den Lauf gewonnen, Obi war Zweiter. Das war, ich glaube, das war entweder der erste oder der zweite Durchgang. Wir hatten da immer 2 Durchgänge. Die haben wir zwar heute auch wieder, einen Samstag, einen Sonntag. Damals hatten wir das aber hintereinander mit einer Pause von 15 Minuten. Da durfte schnell gehämmert werden und dann ging es gleich weiter. Das war für mich etwas, was ich nie vergessen werde, diese beiden giftgrünen Michelin-Autos, die einen Doppelsieg erreicht haben. War sicher ein Highlight 88. Absolut. Und der Fahrer dieses Autos, der ist jünger als das Auto selbst, Moritz Horn, der ist 24. Ja. Also das Auto ist deutlich älter als er selber. Aber für den jungen Mann, der jetzt auf uns in der Nebengarage wartet, gilt das nicht so ganz. Zu dem gehen wir jetzt mal hin. Das ist einer, da habt ihr beiden, glaube ich, eine ganz, ganz große gemeinsame Vergangenheit. Aber bevor wir das auflösen, haben wir hier noch so eine Schönheit. Eine Zackspeed BMW M3 Karosse, ehemals gefahren, das müssen wir schon wieder sagen, Gott habe sie selig, von Annette Mewissen. Ja, Annette Mewissen, die eine sehr gute Rennfahrerin war, die aus dem Ladies Cup kam, den Ladies Cup gewonnen hat, ist die erste Ladies Cup-Siegerin gemeinsam mit Delia Stegemann 1982. Start in Wunsdorf, Ende am Nürburgring beim Supersprint. Beide punktgleich abgeschlossen, auch das weiß ich noch, weil ich ihn begleitet habe damals den Cup. Und die Annette kam dann über verschiedene Stationen, Langstreckenpokal mit Fortförderung, letztlich bei BMW an und wurde dort mit Handkuss genommen und hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ist viel zu früh von uns gegangen.
ein großes Drama und wir waren alle sehr, sehr traurig, dass sie gestorben ist. Ja, zumindest können wir die Erinnerung an die gelernte Diplom-Sportlehrerin aus Neuss, die, glaube ich, aufrechterhalten mit diesem BMW M3 E30, der im kommenden Jahr wieder im Einsatz sein wird im DTM Classic Cup. Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Garage. Vorsicht, hier ist eine Stufe, denn da wartet ein Auto auf Ach, uns. Ach du große Jott, mein alter Weggefährte Poldi. Mensch, du alter Sack, wie geht es dir? Ich brauch gar nicht alter Sack sagen, wir sind gleichaltrig. Ich weiß, was ich gehört. Du bist älter als ich, deswegen will ich nicht sagen, du alter Sack. Du wirst nächstes Jahr 80. Du wirst 80. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ich habe 2 Jahre Vorsprung. Ja, ich weiß. Aber wir haben ein halbes Leben haben wir zusammen im Rennsport verbracht und wir haben verdammt viel Spaß gehabt. Ja, das stimmt und ich freue mich immer, dich zu sehen. Ich auch. Mensch, es gibt so viel zu lachen. Ja. Ich habe auch heute ein paar Überraschungen für dich mitgebracht. Du wirst dich wundern. Ja. Ich hörte davon. Also es wird spaßig werden. Ja. Und spaßig wird es auch mit diesem Auto hier. Das hat ja eine etwas andere Karosseriekontur als diese BMW M3-Karosse gleich nebenan. Und das ist auch der Grund, warum dieses Auto einen rheinischen Rufnamen hat. Das nennt sich der Schmal. Also der schmal gehaltene BMW 320 IS. Das ist eine ehemalige Entwicklungskarosse von ProDrive. Und der junge Mann dort hat in diesem Jahr zweimal, mich persönlich völlig überrascht, mit 2 Klassensiegen im DTM Classic Cup selber damit gerechnet, dass das so erfolgreich laufen würde? Ganz bestimmt nicht. Also ich bin überaus glücklich, 2 Läufe gefahren zu haben und 2-mal in meiner Klasse gewonnen zu haben. Also damit habe ich nicht mal von geträumt, aber es ist natürlich kein Traum, es ist Wirklichkeit. Und es macht natürlich sehr viel Spaß, mit so einem Auto zu fahren. Schmal, ich bin ja auch schmal, passt auch genauso gut zu mir. Und es ist einfach ein tolles Auto und von Sebastian auch perfekt vorbereitet und macht einfach Spaß, das Auto zu fahren. Und ja, das ist das Ergebnis, 2-mal gestartet und 2-mal im Klassensieg gefahren. Weißt du, was ich bemerkenswert finde? Dass der Kerl mit 79 noch so flott Auto fahren kann, absolut. Wo andere schon mit 50 Probleme haben, geradeaus zu fahren im Straßenverkehr, fährt der noch richtig gute Rennen und schafft das auch konditionell. Und da ziehe ich mal gerade den Hut, mein Lieber. Ja, danke. Also. Schließe ich mich gerne an. Am Norrisring war es ja auch sommerlich warm. Da waren es irgendwie 36 Grad draußen. Und ich glaube, das war schon ein böser Schlauch. Ne? Also am schlimmsten war es am Nürburgring. Okay. Beim OGP, da hatten wir so geschätzte 45 Grad Innentemperatur. Und ich weiß, ich bin das Rennen ja gefahren und Gott sei Dank die Klasse gewonnen, aber als ich dann das letzte Zeichen sah, letzte Runde, dann muss ich sagen, da war ich richtig froh, dass die letzte Runde angebrochen ist, aber ich habe da zwischendurch den Maikäfer gepumpt. Hast du nicht hinterher Sauerstoff kriegen müssen? Nee, das nicht, aber ich war mich schon ein bisschen an mein Limit gegangen. Ja, man hat mir berichtet, dass es dir nach dem Rennen ein bisschen wackelig war. Ja, ich war ein bisschen wackelig, das gebe ich auch zu. Ich meine, irgendwo ist das Alter ja da, aber man tut halt alles, damit man das eigentlich auch gut übersteht. Aber 55 Grad Innentemperatur und dann mit dem Helm auf und ich habe dann drinnen halt schon geschnauft. Und du weißt übrigens, dass wir mal Teamkollegen waren, darüber werden wir noch zu reden haben heute Abend. Du erinnerst, 1994, ne? Aber natürlich. Aber ja. Auch, oder? Ja, oh, da war ich dabei, das war auf der Nürburgring Nordschleife. Und weil das, glaube ich, alles jetzt ein bisschen länger dauern wird, haben wir eine schöne Sitzgruppe vorbereitet. Okay. Die haben wir aber auch vorbereitet, damit wir einen Einblick gewinnen können, dass hier nicht nur schöne Autos vorbereitet werden, sondern dass das Ambiente auch entsprechend ist. Im Herzen von Düsseldorf. Und wir ziehen jetzt einfach mal um in den Werkstattraum von 2.0 Automotive an der Grafenberger Allee in Düsseldorf. So machen wir es. Ja, so machen wir es. Alter, auf geht's. Wir sind nämlich hier in einem wirklich tollen, stilvollen Ambiente. Man soll nicht glauben, dass das eine Rennwerkstatt ist. Ne? Holz, Fußboden, automobile Schönheiten hinter uns und sogar ein richtig toller Motor. So sieht es also bei 2.0 Automotive drinnen aus. Und inzwischen haben wir unsere Gesprächsrunde auch noch erweitert. Rainer Braun hat nämlich seinen alten Assistenten mitgebracht, der auch mal mein Fahrassistent war. Wir haben beide eine wunderbare Geschichte aus dem Mottertunnel zu erzählen. Herzlich willkommen, Arno Wester. Ja, danke schön. Ehemaliger Rennfahrer auch, Langstreckenpokalsieger. Das war, glaube ich, 1983 auf einem Ford Escort, richtig? VW Golf. VW Golf GTI. Der Escort kam später. 82, der Escort kam später.
Ja, ja, mit Frontantrieb hast du dich immer gut ausgekannt. Wir waren mal 1997 mit einem Opel Corsa Diesel mit 60 PS gemeinsam unterwegs im St. Gotthard-Tunnel auf dem Weg von Mugello zurück in die Heimat. Da war der Wolfgang Monsier noch dabei, ein Formel-3000-Spezialist. Erzähl mal, wie diese 16 Kilometer lange Tunnelfahrt damals vonstatten ging. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Das sind jetzt die Dinge, mit denen ich mich weniger beschäftigt habe. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was in Mugello passiert, da kriege ich noch viel zusammen. Ja. Aber ich weiß, dass wir dich damals am Flughafen abgeholt haben, weil auf der Hinfahrt schon irgendwas schief gegangen war. Genau, Florenz, genau, das war richtig, noch. Richtig. Es war die Zeit nach der DTM, ja. Die Zeit der FIA-GT-Weltmeisterschaft, als dieses ganze Thema DTM auf einmal vorbei war. Was hat das für dich eigentlich damals emotional bedeutet, dass diese DTM 97 plötzlich weg war? Also die war 96 weg und auch nicht als DTM, sondern als ITC, also International Touring Car Championship. Wie ist es zustande gekommen? Die Kosten, mal wieder die Kosten. Es musste immer schneller, breiter, höher, Technik immer exklusiver sein. Ich habe mal zu Hans-Werner Aufrechts 75. Geburtstag eine Geschichte gemacht, da hat er mir mal erzählt, was die Hersteller damals ausgegeben haben. Dreistellige Millionensummen, um an der DTM teilzunehmen. Das war klar, dass das irgendwann explodieren würde und dass die Vorstände sagen würden, jetzt ist aber Schluss. Die dreistelligen Millionensummen haben zumindest einen Rennleiter den Kopf gekostet. Ne? Ja. Der? Ich meine, der hätte in Rüsselsheim seinen Standort gehabt. Ja, 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 ich glaube, ich weiß, wovon die Rede ist. Wenn wir mal ein Stück zurückblenden in das Jahr 1984, als diese deutsche Produktionswagenmeisterschaft, der Vorläufer der DTM, ihren Erfolgsweg begann und dieser junge Mann hier mit dem BMW 635 CSI dabei war, im Team von Walter Brun, da war die Grundidee ja eine völlig andere. Da ging es nicht um dreistellige Millionenbeträge, sondern um das genaue Gegenteil, um Kostenkontrolle, um Kostenreduktion. Wie waren diese Gründertage der deutschen Produktionswagenmeisterschaft 84? Preiswert vor allem. Es wurde mit Autos gefahren, die waren bezahlbar. BMW Coupés, es gab Ford Sierra Cossis, die auch, naja, es gab erstmal den Sierra und später den Cossi. Es gab Rover, es gab alles Mögliche. Es gab eben Tourenwagen, richtige, schöne Tourenwagen, stabil, preiswert, bezahlbar. Wenn ich daran denke, dass der Poldi da mit so einem 635 CSI gegen den Volker Stritzek gefahren ist, dem ich prophezeit habe, dass aus ihm nie was wird, dann ist er gleich Meister geworden. Den wollte man nach Hause schicken nach seinem Renault 5 Pokalauftritt. Sein Ersten haben wir gesagt, Volker, das geht nicht. Geh Tennis spielen, spiel Fußball, mach Tischtennis, irgendwas, aber keine Rennen. Der hat es ja dreimal überschlagen beim Lehrgang. Das hat ja überhaupt keinen Sinn gehabt. Und dann haben wir gesagt, also das wird nichts, komm, geh nach Hause. Da wird der Meister auf Anhieb, stell ich mir vor. Ja, das sind so Sachen. Und das haben wir genossen. Dieses erste Jahr 84, das war preiswert. Da gab es guten Sport. Da gab es auch noch ein paar Volvos zwischendrin, ja. Sturesson und Andersen, ein paar andere Schweden noch. Also das war eine richtig lockere Geschichte. Tali Hufstadt und ich haben es als Streckensprecher begleitet, war okay, alles ja. Ganz locker und easy. Wir sind durch die Startaufstellungen gegangen und haben gemacht, was wir wollten und die Rennleiter haben sich nach uns gerichtet. Wenn wir gesagt haben, jetzt sind wir durch, dann konnte gestartet werden. Und wenn Siegerehrung anstand, haben wir erstmal unsere Interviews gemacht mit Poldi und Co., und dann kam der Rennleiter wieder und sagt, können wir jetzt die Siegerehrung machen? Und dann haben wir ihm wieder gesagt, wenn wir fertig sind, gerne. Und dann haben wir grünes Licht gegeben. Wir waren als Streckensprecher die eigentlich bestimmt haben, wie der Zeitplan läuft. Das kannst du dir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Du bist ja verhaftet dafür heute, gell, sofort. Ich wollte sagen, die Abläufe sind heute ganz anders. Aber wie war das? Die DTM war ja die Idee von Privatiers. Ja. Die gesagt haben, wir wollen eine eigene Serie fahren, die bezahlbar ist, die auch Spektakel war. Für die Zuschauer und ich kann mich erinnern, wir sind damals in Hockenheim gefahren, da waren 120.000 Zuschauer, die konnten das alles noch bezahlen. Einer der Initiatoren ist übrigens der Frieder Nickel gewesen, aus Aachen. Richtig. Ein Tuner, der glaube ich Rover gemacht hat, kann das sein? Rover Vitesse. Ein weiterer Förderer war der damalige Geschäftsführer der ONS, heute heißt das DMSB, der Sigismund von Kahlen, lebt leider nicht mehr, der hat das auch sehr befürwortet. Und sehr bald gab es dann auch ein, zwei Jahre später schon diese Zusammenkunft einiger wichtiger Menschen, Bovensiepen, Nickel, Dr. Marco, Hans-Werner Aufrecht, Jörg Weig, Walter Mertes. Diese Gruppe hat dann die eigentliche ITR gegründet, Arno. Du erinnerst. Bodenbrink war, glaube ich, noch dabei. War einer der ersten Präsidenten sogar.
Herbert Schnitzer war ja da schon dabei. Also das war dann so der Anfang der richtigen DTM, die dann leider auch richtig teuer wurde. Und ja, zwar mit jedem Jahr. Weil dann die Werke gesagt haben, das ist eine tolle Serie, da machen wir jetzt auch mit. Und da waren dann plötzlich, haben die halt da entwickelt und entwickelt. Da kamen die Privatisierer mit, weil die auch die finanzielle Möglichkeit gar nicht hatten. Und ich weiß, da sind die dann, einer hat einen gesponsert und sagt, du, ich sehe dich nach drei Rennen gar nicht mehr vorne und dann die ersten zehn. Ja. Sagt er, ja, ich muss leider meine Sponsoring zurückziehen. Hat er sich dreimal mit Absicht gedreht, damit die Kamera den Sponsor gezeigt hat. Das war damals war das so, aber es war einfach ein toller Haufen. Nur. Ja. Da ging es ja zu. Also, jeder hat gemacht, was er wollte und alles hat funktioniert. Also die Ausflüge waren erstmal nach der ersten Runde schon weg. Die flogen schon durch die Gegend. Die hieß, weil du das ja völlig richtig sagst, Privatiers überwiegend. Der eine oder andere Werksfahrer, der damals schon Werksfahrer war, wie Stretel zum Beispiel, der war ja Werksfahrer. Aber damals, 1984, hieß sie noch Deutsche Produktionsmeisterschaft unter den vielen Privatiers. Und dann, als dann die Hersteller das gemerkt haben, dass da so ein Potenzial drin steckte, wurde aus der DPM die DTM. Ja, so waren da meine sieben Werke. Aber der richtige Schub kam eigentlich 1989 mit dem Fernsehen. Ja. In dem Moment, wo das über Dreisat und ZDF gezeigt wurde, ging wirklich der Hype los. Ja. Und dann hast du immer eine volle Hütte gehabt an der Rennstrecke. Du hattest Zuschauerzahlen damals schon, wo die Leute noch wenig Satellitenschlüssel hatten. Ich kann mich erinnern, der Bernd Krämer, unser Regisseur, hat dann immer irgendwelche Zahlen mitgebracht und hat gesagt, jetzt stell dir vor, jetzt haben wir doch tatsächlich schon die Millionen überschritten. Wir waren immer so bei 500, 600, 700.000 und waren dann irgendwann bei einer Million, waren irre stolz. Du musst dir ja vorstellen, damals gab es 89 so viele Schlüssel noch nicht. Und als wir immer mit dem Heli dann zu den Rennstrecken geflogen sind, haben wir immer mal geguckt, wer hatte Schlüssel auf dem Dach und haben die durchgezählt, nach dem Motto Kundschaft. Damals auch wichtig war, dass die Leute sich identifizieren konnten mit den damaligen Autos. Ich habe so ein Auto in der Garage stehen und mit denen sind wir da rumgefahren. Heute geht es ja alles, gell? Weil diese Autos, ist ja keine Identifikation mehr da. Das war, glaube ich, ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, dass das so gut angekommen ist beim Publikum, weil diese Fahrzeuge eben halt wie auf der Straße aussehen. So ist es. Aber dann gibt es einen Punkt, den verstehe ich nicht. Weil wenn das so ein Erfolgsprodukt war, bis 1992 einschließlich, weil da beginnt ja dann mit der Einführung der Klasse 1 zum Jahr 93 hin, dieser große Stimmungswechsel, Szenenwechsel, Strategiewechsel. Warum hat man das gemacht? Warum hat man nicht gesagt, wir fahren weiterhin so wie bis Ende 92 mit Blechautos, Mercedes 190, BMW M3, Opel Omega. Das hat ja immer noch die Häuser gefüllt. Was war das auslösende Element, da waren Sie ja auch noch dabei, 92 mit dem BMW M3, das Taipan-Auto, das weiß-grün-blaue. Oh Gott, mit Isat war es, glaube ich. Aber was hat diesen Stimmungswechsel ausgelöst, diesen Weg zur Klasse 1 zu wählen, der ja letztlich kein Königsweg war? Musst du den Norbert Haug und den Hans-Werner Aufrecht fragen, die können dir das gerne erklären. Aber weißt du warum? Nee, ich weiß es nicht. Nein, ich auch nicht. Weil das ist ja historisch eigentlich heute gar nicht mehr erklärbar. Nein, wir hätten eigentlich weiterfahren können mit den Autos. Ja. BMW wäre auch drin geblieben, wenn wir mit den Autos weitergefahren wären. BMW ist ja rausgegangen, weil es Streit gab dann um dieses Reglement und um Details, die vorher besprochen waren, die angeblich aber dann doch nicht besprochen waren. Dann haben sie sich zerstritten, da war BMW weg. Zuerst war Audi weg. Erstmal war Audi weg, da gab es schon einen Knatsch. Kurbelwelle 92. Am Audi, ne? Wo der Paul Roche immer der Meinung war, die ist illegal, das hat er ja immer verteidigt. Also es wäre gut gewesen, wenn man so weitergemacht hätte. Man hätte mit Audi sich in irgendeiner Form arrangieren müssen, man hätte BMW halten müssen und dann hätte man noch viele Jahre einen relativ preiswerten Sport gehabt, wenngleich das auch von Jahr zu Jahr teurer geworden wäre. Keine Frage, das ist nun mal, das liegt in der Natur der Sache, dass alles immer teurer wird. Das ist ja auch an deinem Honorar und du wirst ja auch jedes Jahr teurer. Ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut, da kommen wir später mal drauf zurück. Trotzdem frage ich mich, wenn es diese Geschichte gab mit den Satellitenschüsseln, wenn es diese Sternstunde gab 1988 in Mainz-Finden, da war ja eine Übertragung aus Wimbledon ausgefallen und auf einmal waren 45 Minuten Live-Fernsehen von der DTM in Mainz-Finden, ein gewisser Alfred Heger aus Essen gewann dieses Rennen mit einem BMW M3, den kannte am nächsten Tag in Essen jedes Kind, weil er auf einmal in jeder Stube war. Gab es denn da nicht diese Möglichkeit einzugreifen und zu sagen, liebe Leute, ihr seid auf dem Holzweg? Ja. Nee, aber ich weiß, dass neben dem Sieg vom Alfred am Abend im Sportstudio der Klaus Ludwig war. Das weiß ich noch sehr genau. Und dann hat das wieder so einen Schub gekriegt. Und der Karl Senne, der immer die Sportstudios natürlich mit DTM-Kandidaten gefüllt hat, der hat da auch dafür gesorgt, gemeinsam mit dem Bernd Krämer, dass diese DTM beim Publikum derart gut ankommt, dass die Leute um 14 Uhr auf dem Chaiselong zu Hause gesessen haben, Oma, Opa,
Kinder, Enkelkinder, alles Mögliche. Mir schreiben heute Leute, ich war damals 5 Jahre alt und habe DTM geguckt und sie haben mich zum Motorsport gebracht mit dieser Meisterschaft und ich bin heute noch ein großer Fan dieser Rennserie, die es leider in dieser Form nicht mehr gibt. Ja. Pardon, das war das Verdienst des ZDF, das Verdienst von Karl Senne und von Bernd Krämer, die wir leider, leider beide dieses Jahr verloren haben und die uns für den Sport verdammt viel gemacht haben. Das kann man so stehen lassen. Wenn wir jetzt trotzdem mal auch bei der Vergangenheit bleiben, nicht nur wenn es um Nachrufe geht, sondern wenn es um die Zustandsbeschreibung dieses heutigen Produktes DTM geht, speziell mit einem Highlight wie dem Norrisring, mit nach wie vor vollen Häusern, mit Reichweiten, wo man merkt, diese drei Buchstaben, die ziehen immer noch Menschen, die ziehen immer noch Massen, die sind immer noch ein Erfolgsgarant. Mit der Erfahrung dieser über 40 Jahre, wie fällt denn die Bewertung dieses Produktes DTM heute aus? Ist das jetzt eine völlig andere Welt oder gibt es da nach wie vor Parallelen zu der Denke, die es in den Anfangsjahren gab? Also das ist schwer jetzt zu erklären, aber ich will es mal versuchen. Ich war kein Freund dieser neuen DTM. Ich habe von Anfang an gesagt, das sind keine Tourenwagen mehr, also kann es auch nicht mehr DTM heißen. Damit geht das schon mal los. Alle nicken wir, ne? Ja, das sind GT3-Autos, das ist eine wunderbare Rennserie, da wollen wir uns mal gar nichts vormachen. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich erstmal zwei Parteien zusammenführen, nämlich den ADAC einerseits mit GT Masters und andererseits den Gerhard Berger mit seiner DTM, die ich als GTM bezeichne. Und dann würde ich sagen, jetzt packt er das alles in einen Aufwasch und macht eine große, große, große deutsche GT-Meisterschaft. Und dann hast du eine Rennserie, die wieder Publikum akquiriert und Publikum bindet. Solange diese beiden GTs konkurrieren, wirst du immer fehlende Zuschauer haben, da wie dort. Und ich war ein Gegner dieser Rennserie, muss allerdings dem Gerhard Berger ein Kompliment machen. Nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren hat der Mann richtig was auf die Beine gestellt. Das einzige Manko ist, dass die Serie den falschen Namen hat. Das sind keine DTMs mehr, keine deutsche Tourenwagenmeisterschaft, das ist eine deutsche GT-Meisterschaft. Das sind reinrassige GT3, mit Tourenwagen hat das nichts mehr zu tun. Und deswegen hat diese Serie auch leider den einen oder anderen Fan verloren. Jetzt muss ich aber mal aber sagen. Weil im ganzen Umfeld der heutigen DTM gibt es den DTM Classic Cup. Das sind ja nun klassische Tourenwagen, nämlich genau die Autos aus der Zeit mit den Fahrern aus dieser Zeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Welche Bedeutung hat dieses Element DTM Classic Cup für das Gesamtprodukt? Würde ich gerne von allen dreien wissen. Fang du mal an, Polly. Ja, also ich finde die Idee mit der deutschen Tourenwagen Classic hervorragend, weil A, die Zuschauer ihr alten Rennfahrer treffen, Legenden, die damals eben schon auf den Autos gesessen sind. Und ich glaube einfach, dass wir einfach schauen müssen, dass wir diese deutsche Tourenwagen-Klassik weiter in die Zukunft bringen. Und da müssen auch noch mehr mitmachen und mehr Fahrer mitfahren. Ich meine, das ist ja auch bezahlbar irgendwo noch. Aber die sagen, alle kommen zu mir zu und sagen, Mensch, ich freue mich, dich wieder mal fahren zu sehen, auf den alten, auf deinen ehemaligen Rennautos, mit denen du fährst. Und ich glaube, wenn wir diese Konstellation beibehalten, dann kann es wirklich mal was ganz Großes draus werden. Aber momentan ist es schwierig. Also wie viel fahren denn da mit? Also in der Tourenwagen-Klassik? Weiß ich. Wie steht es? 25, 26? Ja, also ich kann mich erinnern, liebe Freunde, wir hatten beim Finale 2018 in Hockenheim knapp 50 Autos. 50! Ja. Das war für mich das größte Rennen aller Zeiten, was die Klassik angeht, die DTM-Klassik. Da war alles da, was Rang und Namen hatte. Da war der Ludwig, da war der Schneider, da der Mailänder, der Jörg van Ommen, das halbe DTM-Originalstarterfeld von 92, ja. 93. Das, und ein irres schönes Wetter und die Leute sind geblieben nach der Hauptveranstaltung. Die waren da und haben gesagt, das gucken wir uns an. Ich war verwundert, dass das Motodrom noch zur Hälfte besetzt war. Kannst dich erinnern an das Rennen? Das natürlich. War gigantisch. Das war toll. Und ich habe auch festgestellt, wenn zum Beispiel ein Alfred Heger da sitzt mit Olaf Mantel, mit dir und mit ein paar anderen am langen Tisch und Autogramme gibt, da kommen die Leute, die haben wirklich Tränen in den Augen und sagen, Mensch, ich habe sie da und da gesehen, vor 30 Jahren, vor 20 war ich 5 Jahre alt, schön, dass ich sie hier wieder treffe. Ja. Das ist das, was heute der alte Fan, sage ich mal, also die Frühgeborenen haben möchten. Die Jungen, die gucken sich das an, sagen, ach, nicht schlecht, ganz schön, so war das also früher, aber die sind mehr dann schon auf den aktuellen Sport fixiert. Ja, und weißt du was, die können auch uns anfassen. Ja. Die sind Fahrer zum Anfassen.
das nicht alles abgeschirmt ist, wie bei der DTM das ist, da kommst du gar nicht mehr an den Fahrer ran. Du, Poldi, ich habe das ja 3-4 Jahre kommentiert, die Klassik. Ja? Und ich, was soll ich dir sagen, die Zeit ging viel zu schnell um. Ich hatte so viele Geschichten zu erzählen, dass mir die Zeit nie gereicht hat. Ja. Ich konnte kaum Rennverlauf machen, weil ja über jeden irgendwas zu erzählen war. Ob es der Ludwig war, ob es der Olaf Manthey war, der Strezek und wer da alles mitgefahren ist, oder der Alfred Heger oder du. Ja. Es gibt ja so viele Geschichten von euch, da kannst du ja den ganzen Abend füllen. Ja. Das machen wir gleich auch noch. Also wir werden mit Sicherheit uns noch ein paar schöne Geschichten von euch beiden ein bisschen näher betrachten. Weißt du, von uns war das ja auch schön, dass wir unsere alten Kollegen wieder getroffen haben. Absolut. Dass wir den Alfred Heger gesehen haben, den Klaus Ludwig. Man sieht sich ja sonst nicht mehr. Und das finde ich einfach, diese, wie wir zusammenkamen, da fielen uns so viele Geschichten ein, wir haben nur noch Tränen gelacht. Jeder erzählt von der damaligen Zeit. Aber du kannst die damalige Zeit nicht mehr zurückdrehen. Das ist meiner Ansicht nach ganz, ganz schwierig. Aber solange noch die ganzen Legenden mitfahren, hat es auch ein Potenzial. Aber das heißt, es ist auch ein persönliches Anliegen, die gute Sache zu stützen, indem man da mitfährt. Ja, absolut. Deswegen fahre ich auch mit, weil mir einfach so viel Freude bereitet. Und auf so einem Auto zu fahren, das du damals gefahren bist, ich meine, da kommen so viele Feedbacks in deinem Hirn vor, wenn du da drin sitzt oder Mensch, da bin ich da und da gefahren, was war da und wo. Also das ist einfach. Ich bin da rausgeflogen. Ja, das ist aber bei einer Geschichte schon. Aber auf jeden Fall, ich fand das einfach eine tolle Zeit und es war damals, waren, wie du es erzählt hast gerade, so viele Zuschauer da gewesen sind und da waren 7 verschiedene Automarken mitgefahren. Und ich weiß, da gibt es Geschichten zu erzählen auf der Avus, wo wir dann den Einschlag verändert haben. Der Isa hat gesagt, die Linkskurve und am Ende, da mussten die anderen alle außen ausholen. Ich habe noch ein paar andere Geschichten von der Avus von dir, mein Lieber. Da kommen wir gleich zu. Ich würde aber gerne noch den Arno Wester zu seiner Meinung fragen. Positionierung DTM Classic Cup in der heutigen Zeit und vor allen Dingen Stellenwert und Bedeutung. Ja, ich glaube, da muss man zuerst mal anfangen. Wie ist das Ganze entstanden? Mhm. Und soweit ich mich erinnern kann, weil ich ja durch den Sebastian Küppers auch involviert war, der mich mal angesprochen hat, ob man nicht mal darüber nachdenken könnte, wie man so etwas innerhalb der DTM installieren könnte, habe ich ihm damals gesagt, also zuerst mal muss dieser Kleinkrieg hinter den Kulissen der unterschiedlichen Organisationen, die muss man irgendwie zur Vernunft bringen, die muss man in eine Richtung bringen und man muss ein Konzept schreiben. Und Sebastian hat es gemacht, ich habe es dann ein bisschen ausgearbeitet und habe es irgendwann dem Gerhard Berger, Chef der DTM, in München vorgelegt, im Rahmen eines Meetings, zu dem ich eingeladen war. Und ich wusste, dass Interesse seitens der ITR besteht. Es gab ja schon mal den Versuch, in der Lausitz sowas zusammenzuführen. Dann hat es leider Ärger gegeben, wieder mit den handelnden Personen. Und dann ist die Idee mit dem Konzept entstanden, der Sebastian hat es angeschoben. Und der Gerhard fand es sehr interessant, was da zu lesen war, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin dann leider krank geworden, bin eine längere Zeit ausgefallen. Und irgendwann hörte ich dann, ja, das hat doch offenbar Anklang gefunden. Und es wurde dann in den Rahmen der DTM implantiert. Und ich muss sagen, was kann der DTM besseres passieren, als die alten Autos, als die alten Fahrer auf einer Bühne zu haben? Also ich will da nicht respektlos anderen Ideen entgegentreten, aber die Idee mit dem Alten und dem Neuen etwas zusammen, das ist einfach, besser geht's nicht. Das ist besser wie jeder, glaube ich, kommt beim Publikum und das zeigt ja auch die Resonanz, besser an als jeder Markenpokal. Absolut, Arno, muss man ganz klar sagen. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, weil du von alten Autos sprichst, denke ich auch an alte Zeiten, wie bist du eigentlich zu dem Spitznamen Gitter Arno gekommen? Och, Rainer, also wir wollen doch bitte nicht über negative Dinge reden. Der Rainer will mich da immer ein bisschen mit aufziehen. Ja, also das musst du jetzt schon erzählen. Ne? Gitter Arno ist ganz einfach zu erklären. Es gab ein DTM-Event in Brünn. Und Brünn ist ja grundsätzlich bekannt für ja, etwas lockerer als die Bundesrepublik Deutschland. Da geht schon mal was, was in Deutschland gar nicht geht. Was ist passiert? Wir waren nach einem anstrengenden DTM-Tag, wo wir alle arbeiten mussten, auch der Rainer, ging es darum, wie kommen wir jetzt ins Hotel zurück? Ja, ich habe dann festgestellt, es gibt nicht mehr so viele Fahrmöglichkeiten. Was haben wir entschieden? Also ich nicht, es wurde die Idee, gab es dann, dass wir zu sechst, wohlgemerkt, zu sechst in einem Auto fahren.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es für ein Auto war. Aber weißt du es noch? Nein, ich weiß nur, dass... Egal, auf jeden Fall war dieses Auto, eine Limousine, natürlich nur, wie hier auch in Deutschland, für 5 Personen zugelassen. Und haben uns auch gar nichts dabei gedacht, dass das schief gehen könnte. Was passiert? Wir kommen in der Innenstadt in Brunn auf dem Weg ins Hotel in einer Polizeikontrolle. Oh. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell 5 andere Menschen verschwinden sehen, als das Auto dann stand und ich war dann da alleine. Ja, und dann? Ja, musste dann Auskunft geben. Ja, und dann? Ja, und dann haben die mich mal mitgenommen. In der Gitter? Eingekerkert. Und kam mich tatsächlich in Brünn in ein Gefängnis gesperrt, bis ich mal angehört wurde. Das war 3 oder 4 Stunden später. Ich weiß, dass ich diese Polizeistation mit Gefängnis so morgen zwischen 4:30 und 5 verlassen habe. So, und das war 1990, meine lieber Freund. Um jetzt dann ins Hotel zu kommen. Und da ist er, das ist natürlich, hat dann sofort am nächsten Tag die Runde gemacht, weil jeder gefragt hat, wie bist du denn in dein Hotel gekommen? Und der Rainer hat das natürlich auch mitbekommen und deswegen wird das heute noch immer zu einem großen Thema. Ich habe dafür gesorgt, dass der Begriff bekannt wird. Obwohl, das war doch schon nach der Öffnung aller Grenzen, ne? Das war schon alles recht locker. Ja. Ja. Aber er war halt aber der Gitter. Und ja. Wir haben das gerne zur Kenntnis genommen. Aber dass sie sich gleich verhaftet haben, weil da eine Person mehr ja, weil ja, also die haben dich gedacht, gar nicht genommen, die haben oder gedacht, da ist irgendetwas Illegales passiert, weil die anderen auch weggelaufen sind. Ja, die anderen waren ja weg. Schöne Freunde, oder? Ja, genau, richtig. Das habe ich auch gedacht. Ich wollte doch mal positiv rüberbringen. Ich durfte die Suppe dann auslöffeln, ja, indem ich dann die halbe Nacht da verbracht habe. Ja, toll. Und Rainer, die Geschichte mit den mangelnden Sitzgelegenheiten, die bringt mich auf was. Ne? Wir sind ja hier zu viert. Aber ich habe vorhin schon einen Namen mal fallen lassen. Der bräuchte eigentlich noch eine 5. Bestuhlung, obwohl wir die gar nicht haben. Und den holen wir gleich dazu. Also wir spielen das gleich nach. Ne? Eine Person zu viel für zu wenige Sitzgelegenheiten. Und wer das ist, das verrate ich Ihnen gleich. Wir machen jetzt einen ganz kleinen Break. Und verrate Ihnen nur eines, ne? Mainz Finden, 1988. Wer war das nochmal? Der Solist aus Essen. Kommen wir gleich zu. Viel Spaß damit. Das ist herrlich mit diesen Herrschaften. Ne? Man muss gar nicht sagen, dass es losgeht. Die fangen einfach von selber an. Und vor allen Dingen fangen die dann von selber an, wenn auch noch einer mehr dazugekommen ist. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, diese Geschichte mit den 6 Autos oder 6 Leuten, die in ein Auto passten, in das 5 Leute sollten. Wir haben das jetzt hier so ähnlich gemacht. Ne? Wir haben hier eine Bestuhlung, haben eigentlich gesagt, 4 Gesprächspartner sind da. Ja, mit dem Zählen hat es nicht ganz geklappt und das finde ich sehr, sehr erfreulich. Wir haben nämlich noch einen 5. im Bunde. Herzlich willkommen, Alfred Teger. Was machst denn du hier? Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier zugeholt habt. Mein Bruder ist hier aus dem Grunde musste ich unbedingt die 35 Kilometer natürlich hier zum Zeitpunkt 0-Team fahren. Mit dem Fahrrad bist du gefahren, gell? Ja. Wie früher, übersportlich. Ja, eben. Freue mich, dass ich euch einmal zuhören konnte bis jetzt. Und freue mich ja, dass ihr mich dazu geholt habt. Ist doch wohl selbstverständlich, weil vorhin war ja auch die Rede von deiner Solofahrt 1988 in Mainz-Finden, die zufällig im Fernsehen übertragen wurde, weil aus Wimbledon eine Übertragung ausfiel. Und auf einmal ein Alfred Teger aus Essen, der vorher im WDOL Langstreckenpokal im VW Golf gefahren hatte mit seinem Bruder, der Kellner gewesen war, um sich die Reifen zu bezahlen für seine Motorsportkarriere, auf einmal war der in aller Munde und war DTM-Sieger auf dem Flugplatz in Mainz-Finden vor den Türen der Sendeanstalt, die ja nur wenige Kilometer entfernt war. Woran erinnerst du dich persönlich am allermeisten, wenn du an diese Situation zurückdenkst? Also ich hätte überhaupt nicht gewusst, dass unser Rennen aufgrund des Ausfalls in Wimbledon ja übertragen wurde. Und wie gesagt, wir haben abends natürlich ja gefeiert im kleinen Kreis und damals hatten wir auch noch nicht hier sein Handy, wo wir über alles informiert wurden und ich bin nach Hause gekommen und da war auf einmal die Hölle los. Ja? Und die Zeitungsverlage bei uns in Essen, im Radio Essen, die haben mich auf dem Festnetz angerufen, sie wollten mich unbedingt sprechen und ein Interview von mir haben und. Und als ich dann 2 Tage später über die Rückenschalter Straße flaniert bin, da musste ich Autogramme schreiben. Das war für mich ein ganz plötzlich eintretendes Ereignis. Wie bist du damit umgegangen? Weil darauf warst du ja wahrscheinlich überhaupt nicht eingestellt. Ich habe mich total gefreut. Ja. Ich meine, wer
davon geträumt hat, mal Autorennfahrer zu werden, der hat auch davon geträumt, mal großer Held zu sein. Ja? Und auf einmal habe ich mich als Held gefühlt, als ich so viele Autogrammanfragen bekommen habe um mich. Auf der Rüttenscheider Straße ist halt nicht der Jäger, der am Wochenende und so weiter und so weiter. Das war eine schöne Geschichte. Also ich bin damit sehr gut umgegangen. Natürlich weiß man auch, wenn die Zeit mal vorüber ist, dass es ja dann auch vorbei ist irgendwo. Ja? Und ich muss sagen, die Zeit oder die, all die Jahre, die dann noch ja, nach 88 gekommen sind, habe ich sehr genossen, dass wir alle ja gemeinsam, die damals in der DTM gefahren sind, diesen Ruhm hier genießen konnten. 1993 kam für dich ja ein großer Szenenwechsel. Die DTM war zu Ende, du warst bis Ende 92 BMW-Werksfahrer gewesen, bist dann in den Porsche Supercup gewechselt, mit dem schwarzen Katus Porsche, Baureihe 964, bist gleich Supercup-Champion geworden. In einem epischen Duell mit Uwe Alzen aus Betzdorf war das trotzdem ein Kulturschock, nicht mehr in der DTM zu sein, mit all dieser Medien-Coverage auf einmal in einer ganz anderen Welt sich wiederzufinden. Ja, das war eine große Umstellung, vor allen Dingen nachdem 1992 Audi und hier Audi und BMW aus der DTM einen Rückzieher gemacht haben. Ich hatte zwar noch einen BMW-Vertrag, der wurde dann natürlich reduziert und man hat mir die Freigabe gegeben für den Porsche Supercup und für den Porsche Carrera Cup, weil ich hatte auch Anfragen. Hey, Entschuldigung, du hast doch dieses Riesenrennen in Hockenheim gefahren, mit dem Olaf Mantei zusammen. Nee, mit dem Uwe Alzen. Mit dem Uwe Alzen. Jo, das hat, hör mal, das habe ich kommentiert. Das war etwas Gigantisches, muss ich dir sagen. Das hat siebenstellige Einschaltquoten. Nee. Das war ein Rennen, du, ja. da träumst du noch in 100 Jahren davon. Ihr zwei, über Stock und Stein, keine Track Limits, das wussten wir gar nicht, was das ist damals. Die Sportkommissare haben es rumgedreht und haben Kaffee getrunken und haben gesagt, lasst die mal machen. Und ihr habt es über die volle Distanz gebracht und habt euch hinterher noch umarmt. Und waren 40 Sekunden vor dem Rest des Films, ja. Da waren nämlich auch gigantisch, keine Narben. Gigantisch, sage ich dir. Kennst du keine das Video? Narben. Das kennt, glaube ich, jeder. Alfred hat es angesprochen. Es ist bei YouTube ein absoluter Kracher. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es 10-mal gesehen, weil man es für völlig unmöglich hält. Jeder weiß, ein Porsche mit der Gewichtskonzentration am Heck ist ja nur auf Asphalt schon nicht einfach zu fahren, aber auf Gras. Ist das auch der Grund, warum du ein grünes Hemd heute trägst? Ich bin ja gelernter Gärtner. Ja? Das weiß ich. Also insofern, gerade auf dem Grün, da ist die Beherrschung am größten. Und ja, nee, ich war zu der damaligen Zeit froh, sie ist gerade hier, die Frau Kunert, dass wir, ich hätte natürlich meine liebe Kiki, dass wir ihr damals einen Hauptsponsor gefunden haben, der sowohl uns im Porsche Supercup als auch im Porsche Carrera Cup unterstützt hat. Und ich werde nie vergessen, dass damals der Michael Partels, der 1992 im Carrera Cup gefahren ist, ja, der hat mich davor gewarnt. Der sagt, Alfred, du fliegst da auf die Schnauze, die Autos sind so schwer zu fahren und mach dir deinen gewissen Namen mit der Geschichte nicht kaputt. Aber wir haben es gerockt. Ja. Und den Porsche Supercup, das war der erste Porsche Supercup vor 30 Jahren, den habe ich gewonnen. Und wir hätten sogar noch die Chance gehabt, den Carrera Cup zu gewinnen, wenn nicht eine Überschneidung vom Porsche Supercup und vom Porsche Carrera Cup hier da gewesen wäre. Und siehe da, dieser Erfolg hat mich wieder zurückgeholt und es hat sich gelohnt. Und ich muss jetzt noch was sagen zum Thema Alfred Heger. Ich habe dich ja nun ein ganzes Leben begleitet, als Journalist, als Reporter, als Fernsehmann. Und ich muss diesem Burschen hier jetzt mal ein Riesenkompliment machen. Das war nicht nur ein guter Rennfahrer, das war auch ein super Organisator, V8-Star-Organisator. Mhm. Der macht seinen Porsche Sports Cup heute. Und was kommt aus diesem Sports Cup hervor? Ich meine zu wissen, dass im Porsche Supercup da mindestens einer, wenn nicht gar zwei fahren, die beim Alfred ihr Handwerk gelernt haben. Kann das sein? Mhm. Und die heißen Marvin Klein. Und? Ja, das ist der andere. Perea. Ja. Und der Harry Ten Voll. Ja. Und jetzt ja der Heinrich. Ja, der Laurin Heinrich. Mhm. Ja. Die kommen alle aus dem Porsche Sports Cup. Die hat er groß gezogen. Mhm.
und hat ihnen erstmal beigebracht, wie man Porsche bewegt. Und jetzt fangen sie an, ihre Rennen zu gewinnen und Meisterschaften. So sieht das aus. Ja. Es gibt ja inzwischen auch Porsche-Fahrer, die DTM-Rennen gewinnen, die auch aus dieser Markenpokalszene sind, wie Thomas Preining. Vielleicht gibt es ja auch mal ein paar Porsche mehr in der DTM mit Piloten aus deiner Schule, Alfred. Ja, das ist natürlich der Sinn der Sache. Und wir werden fürs nächste Jahr und für das Jahr darauf da kräftig versuchen, den einen oder anderen zu akquirieren, weil es eine schöne Serie, die hat unglaublich viel Potenzial. Aber ich muss auch noch mal was zu dem Rainer sagen. Ich habe den Rainer intensiv kennengelernt 1986. Da bin ich Formel 3000 gefahren. Beim Bertram Schäfer. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht mein erfolgreichstes Jahr. Und meine Förderer, die haben mir damals gesagt, wenn wir Formel 3000 fahren, müssen wir eine Pressekonferenz einberufen. Wen haben wir dafür genommen? Ich hatte den Rainer. Der Rainer hat sich dann so meinen Pferdegang angeguckt, weil allzu viel hat er damals auch nicht von mir gewusst. Doch, du bist und mich nicht so richtig einschätzen können. Ja. Und du warst auch nicht so besonders überzeugt davon, dass die Formel 3000 für mich so der richtige Weg ist. Das hat man bei der Pressekonferenz auch gemerkt. Und ich muss eins sagen, wir haben ja danach noch sehr viele Jahre in unserem Sport verbracht und wir haben uns super verstanden, haben viele Geschichten erlebt und eine Geschichte, die muss ich auch nochmal erzählen, und zwar jeder weiß ja, dass ich so einen kleinen Sprachfehler habe, also ich bin auf vier Rädern wesentlich schneller als im Sprechen und damals, das fing ich ja mal ins Finden an, sind wir DTM-Fahrer ja auch immer populärer geworden und die Fernsehkameras sind immer mit uns gelaufen. Und der Rainer hat mir immer herzlich gratuliert, aber mit dem Mikrofon ist er immer an mir vorbeigelaufen. Und da habe ich irgendwann mal den Rainer angesprochen und gesagt, mal, du interviewst jeden. Ich stehe schon das x-te Mal oben auf dem Podium und du gehst immer an mir vorbei. Er sagt, das ist überhaupt nicht persönlicher gemeint, aber ich habe gedacht, ich würde dir da einen Gefallen tun. Ich sag, Rainer, du würdest mir einen Gefallen tun, wenn du mich das nächste Mal gefälligst auch mal dran nimmst. Das hat er getan, das hat auch irgendwie funktioniert immer. Ne? Ich muss dir sagen, also wenn du am Mikrofon bist und dich wirklich konzentrierst, dann klappt das wunderbar, dann merkt das überhaupt kein Mensch. Ja. Ansonsten hat dir der Sprachfehler in Spa ja auch schon mal geholfen, wie wir wissen. Ja. Wenn du die Geschichte erzählen möchtest, kannst du gerne erzählen. Ansonsten kann ich dir noch sagen, bei der berühmten Pressekonferenz Formel 3000 hier in Essen, da war auch der Kollege Pförtner, dein Sponsor, dabei, großer Rechtsanwalt und Politiker, hatte ich weiße Socken an. Und dieses Bild ging irgendwo mal jetzt durchs Internet und dann schrieb einer drunter, jetzt guck dir das mal an, der Braun mit weißen Socken, man glaubt es nicht. Ich habe aber heute schwarze an. Gell? Ja, ich habe sie vorsichtshalber ganz weggelassen, aber eins würde ich auch gerne wissen über eure beider Bruderschaft, Prinz Leopold von Bayern. Ich habe ja jahrelang in Programmheften gelesen, SKH. Dann habe ich anfangs gedacht, ist das irgendwie ein Laden für Bürobedarf? Und dann kam ich aber dahinter, seine königliche Hoheit. Und wenn man sie so erlebt, glaubt man ja nicht, dass sie in Wittelsbacher sind und ein adeliges Blut. Es ist ja ein Vorbild für das Unprätentiöse. Aber wie kommt es denn trotz all dieser Prominenz, die nun mal da ist, zu der Bruderschaft mit einem Bürgerlichen, wie Alfred Jäger ist? Das würde ich von euch beiden gerne wissen. Ja, für mich war eigentlich wichtig, dass ich im Rennsport der Poldi bin. Und nicht die SKH, seine Königin, Prinz von Bayern. Das würde ich auch sagen, dass es für mich immer ganz wichtig war, dass ich da der echte Poldi bin und der echte Leopold. Und Alfred und ich kennen uns auch schon sehr, sehr lange und irgendwie haben die uns fotomäßig manchmal verwechselt. Also manchmal stand drin, da war ich ganz stolz, Prinz Leopold von Bayern hat gewonnen. Und dann habe ich gedacht, toller Wetter. Und dann kam das Bild noch rein und dann war das eben der Alfred. Und wir haben uns immer dann gesagt, du, wir sind Brüder jetzt. Und so kam eigentlich dieses Wortspiel, die Brüder, die beiden, Alfred und Poldi. Und wenn wir uns SMS schreiben, schreiben wir lieber Alfred, mein Bruder, wie geht's dir? Und umgekehrt auch. Und das ist einfach so, das sind so Dinge, die Geschichten, die einfach bleiben und auch schöne Erinnerungen wieder hervorrufen. Und wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Ich meine, wenn wir da jetzt anfangen, was wir alles erlebt haben. Das ist wenn man heute Nacht nicht mehr fertig, gell? Nee, aber das ist, muss ich auch sagen, das ist mit heute, kannst du das alles gar nicht mehr bringen.
Also was wir damals gebracht haben, hätten wir heute die rote Karte bekommen und wären also nicht mehr Werksfahrer bei BMW geworden, sondern irgendwas ganz anderes. Und ich finde, Streckenposten. Ja, Streckenposten. Das wäre eigentlich noch ganz gut. Das wäre eigentlich ganz gut. Da wären wir ganz gute gewesen, Streckenposten. Ja. Aber Poldi, ich muss dir eines sagen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig mal für unsere Zuhörer, das auseinanderzuhalten. Du lebst eigentlich zwei Leben. Ja. Du lebst das Leben des Repräsentanten deines Adels und deines Hauses, Wittelsbacher, ne? Ja, richtig, mit Schärpe notfalls hier über der Brust und Empfang beim König, was weiß ich wo, Hochzeit da und Thronjubiläum dort und in England und in Monaco und sonst wo. Das ist die eine Seite, du musst repräsentieren zusammen mit deiner Frau, ihr macht das gemeinsam. Das ist für dich sicherlich eine anstrengende Geschichte, würde ich mal sagen. Und dann gibt es das zweite Leben und das findet an der Rennstrecke statt. Und dann bist du der, der hier sitzt jetzt. Und das genießt du auch. Ja, das ist richtig, weil du bist halt dauernd, wenn du die Familie repräsentiert, bist du ja dauernd in der Fokus. Und Etikette. Ja, Etikette und was auch alles dazugehört. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, oder wenn du die Familie repräsentierst, kannst du solche Dinge nicht bringen, weil dann sagen, guck mal, was ist denn das für einer, der... Und das ist einfach für mich ganz wichtig gewesen, das zu trennen. Das eine ist eben der Repräsentant der Familie und des Namens und das andere ist halt der Poldi, der Rennfahrer. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, sowas könnte ich zu Hause gar nicht bringen, was wir so manchmal zwischendurch alles erlebt haben. Da würde ich sagen, du, werden wir dich enteignen oder werden wir den Titel wegnehmen. Wie so bei manchen Familien. Ich glaube, die würden uns auch nicht mehr glauben zu Hause heute. Ja. Was hast du? Die würden uns auch heute zu Hause nicht mehr, ich hätte das glauben, wenn wir die Geschichten erzählen würden. Ja, aber es gibt ja Bildbeweise, ne? Das also, ist doch jeder Latein. Ja, aber es ist einfach, man muss es auch so verstehen, für mich ist das, also das zu trennen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Weil das war ich vor 3 Tagen auf einer Hochzeit in Wien mit Frack und allem drum und dran. Und dann kommst du plötzlich wieder. Ja, zu deiner Truppe, diese Freunde sind und mit denen du halt Spaß machen kannst und die einfach dich so sehen, wie du bist und nicht sagen, oh, der Prinz von Bayern. Sondern es ist für mich ganz wichtig, dass ich da der Poldi bin und nicht die Königin. Ich erinnere mich an deinen 60. Geburtstag. Ja. Tegernsee. Ja. Hotel Überfahrt. Ja. Komplettes Hotel belegt, aber nicht, weil du jetzt da Geburtstag hast, sondern weil so viele Staatsgäste da waren, dass der Bundesgrenzschutz erschienen ist. Mit einer kompletten Einheit und das ganze Hotel abgeriegelt hat. Ich bin in die Tiefgarage gefahren, du hast mich freundlicherweise eingeladen und dann wurde das Auto untersucht, mit dem Spiegel wurde drunter geguckt, weil nämlich da war König Karl Gustav, Sohn, Tochter, alles Mögliche, Ernst August, Caroline von Monaco. Ja. Es war wirklich der ganze Hochadel da und wir Rennfahrer mittendrin. Der Burgstaller war zum Beispiel da, ich erinnere mich, ich habe mit dem Leben. Der Harald war da und hat derbe Scherze gemacht. Alfred war da. Also das war schon wieder eine Zweiklassengesellschaft. Hier die große Prominenz und die anderen haben schon abseits gestanden und haben gesagt, guck mal, wer da all ist, zack, zack, zack und haben ihre dämlichen Scherze gemacht. Und weißt du, was das Schöne war? Das war gar nicht so gedacht, dass das Wetter am nächsten Tag schön wird. Gell? Ja. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, wenn es regnet, was machen wir dann? Wir haben ja viel zu draußen auch organisiert und das war am nächsten Tag zu meinem Geburtstag war der schönste Himmel weiß-blau, dann konnten die mit dem Boot die Blasmusik spielen und dann konnten sie die Böller schießen und so weiter, das war alles während ins Wasser gefallen und was mir so viel Spaß gemacht hat, waren ja diese Schießbude da, weißt du. Guck mal hier, wir haben ein wunderschönes Bild. Ja. Von dem, leider läuft mir hier jetzt ein Text darüber, ist das aber ist egal. Ein wunderschöner Tag. Aber das ist mein Patenkind, also da neben meiner Frau, der Karl Philipp und die Königin Silvia und der König von Schweden. Und die Victoria war da, also es war also wirklich alles gekommen und das kann man auch nicht mehr wieder herstellen. Das war und in der Früh haben wir draußen im Garten gefrühstückt und ich habe einen Tisch neben dem Karl Gustav gefrühstückt. Ja. Stell dir das mal vor, das war mein größtes Erlebnis im ganzen Leben. Ich neben dem König! Ja, aber stell dir mal vor. Der hat doch rote Augen. Nein, ich wollte nur sagen, dann haben wir ja dann zu späten Abend wurde dann geschossen und dann haben die alle schon so einen Rausch beieinander. Der König übrigens auch. Ja, der war nicht gerade mehr. Und der Ernst August. Ja, geil. Ein paar war die gut. Ja, ja.
Be quiet, here speaks the king of Sweden. So genau so war es. Ja. Herrlich, dann wankte er da vorne rum und erzählte dann, hielt diese Rede. Wir haben uns gebogen vor Lachen. Ich habe nur zu Uschi Glas rüber geguckt, die übrigens auch da war. Ja. Die hat ja vor Lachen bald unter den Tisch gelegt. Ja. Und hör mal, apropos Uschi Glas und Bruder. Die hat wohl mitbekommen, wie wir uns begrüßt haben, Bruder. Ja. Dann ist sie irgendwann nach einer Viertelstunde, wo ich dann irgendwo mit Abstand da gestanden habe, zu mir gekommen und sagte, darf ich Sie fragen, wie heißen Sie bitte? Ich sage, Alfred Heger, ja, in welchem Familienverhältnis stehen Sie denn zum Poldi? Ich wusste gar nicht, dass der noch einen Bruder hat. Sehr schön. Sehr also, heute reden wir davon, es war einfach, und wir wollten nur sagen, und der Ernst August war auch schon ganz schön angeschickert und dann ist er hingegangen. Und da waren diese Teddybären, da hat so viel Röhrchen geschossen, dass aus dem Teddybär kommt. Der hat nur noch die Glasaugen und den Teddybären. Und es war, das ging ja bis um 5 Uhr in der Früh, gell? Und war auch Thomas Teves da, Jochen Engel und so, die waren alle auch noch da. Also ich kann dir abschließend sagen, was dich betrifft, mein lieber Freund, du kriegst in meinem neuen Buch, was Ende Oktober fertig sein wird und dann auch zu haben sein wird, heißt Moments and Memories, kriegst du eine eigene Geschichte, die ist schon fertig, freu dich drauf, gibt ein paar schöne Bilder. Darf ich die vorher nochmal kontrollieren? Nein, darfst du nicht. Das macht der Bruder für dich. Der aber wenn ich da mal kurz eingreifen darf, wenn es doch diese Geschichte gibt über Poldi, den Rennfahrer auch, dann gibt es doch mit Sicherheit auch den Aspekt des größten sportlichen Erfolges. Weil jetzt haben wir ja ganz viel über die gesellschaftliche Seite gesprochen und über ihre bunten Facetten. Aber was war denn eigentlich so der größte sportliche Erfolg in dieser DTM-Zeit? Ist da irgendwas haften geblieben? Naja, einmal habe ich einen 4. insgesamt gemacht und sonst bin ich immer so unter 10, 11. Das Problem war ja, ich habe ja auch eine Verantwortung zu Hause und ich wurde immer von meiner Frau und von der Verwandtschaft darauf hingewiesen, dass du bitte doch ein bisschen vorsichtiger fahren sollst, weil wenn dir was passiert, ich war ja damals schon Linienchef, es gibt ja einen Familienchef, der wäre jetzt der König von Bayern und darunter sind 4 Linienchefs und einer von denen bin ich und die haben mich halt immer darauf aufmerksam gemacht, du musst da aufpassen, weil wenn dir was passiert, dann ist es halt ganz schwierig und deswegen konnte ich eigentlich nicht so richtig an meine Grenzen hinfahren. Damals, wie ich so Bergrennen gefahren bin, da hatte ich natürlich noch keine Verantwortung zu Hause. Und da weiß ich noch, da bin ich Bergrennen gefahren und dann habe ich den einen gefragt, einen Kollegen, sag mal, wie schnell fährst du eigentlich diese Kurve da oben? Sagt er, ich habe einen Mini Cooper S gehabt, 5. Gang voll, oder 4. Gang, oder 4. Gang voll, sage ich, 4. Gang, ja, geht wunderbar. Ich natürlich gedacht, das stimmt, kommt da angedonnert und 4. Gang voll und bumm, bin ich schon draußen gewesen. Bin mit dem Mini Cooper bin ich über eine Böschung rüber, einen Streckenposten, habe ich den Stuhl unter dem Hintern weggefahren und landete in der Apfelplantage oben, so auf dem Apfelbaum oben. Und dann habe ich da, komisch, wie weit oben ich da bin. Dann gucke ich mir so um und denke mir, irgendwas stimmt da was nicht. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, kullerte da von oben runter auf den Boden und es hat keine 10 Sekunden gedauert, das ganze Auto hinterher gekommen. Also das waren halt einfach. Es war ein schwarzer Mini übrigens. Gell? Ja, schwarzer Mini. Ich bin ja mit dem auch Vizemeister geworden am Berg. Also, aber einer meiner größten Erfolge war auch ein nordamerikanischer Eismeister. Das war, muss ich jetzt kurz erzählen. In Garmisch gab es die amerikanische Soldatenkaserne und da habe ich einen kennengelernt, weil wir immer dort eingekauft haben, in den Shops. Und dann hat der gesagt, Mensch, hast du nicht mal Lust, in Alaska ein Rennen zu fahren, auf Eis? Mhm. Nachdem ich früher immer meistens Bergrennen gefahren bin, weil die Familie das finanziell nicht unterstützt hat, weil ich natürlich nassen Strecke mich besser angefreundet mit den Autos und so weiter. Dann bin ich darüber geflogen, habe mir da so, wurde ich dann empfangen, war dann im Flugzeug gesessen, durfte nicht aussteigen und dann kam so eine Delegation, da kam der Senator, dann kam der Oberbürgermeister von Anchorage und so weiter. Ich stieg da aus und habe dann die alle begrüßt und dann ging es halt 4 Wochen lang, jedes Wochenende ein Rennen und das mache ich kürzlich mal ab und ich habe alle 4 Rennen gewonnen. Und war dann dort amerikanischer Eismeister. Der hat mir auch gedacht, da kommt ein Prinz von Bayern und der fährt alle in Grund und Boden. Gell? Mit einem 914er Porsche war das. Die hatten alle so ein Corvette mit doppelten Zwillingsreifen drauf, mit 2000 Spikes drauf. Und ich hatte eben so aus dem Showroom, haben sie mir den gegeben. Und habe die alle in Grund und Boden gefahren. Und haben die, zum Schluss war ich nordamerikanischer Meister. Und nächstes Jahr dachte ich, kommt jetzt die Einladung, dass ich meinen Titel eben verteidigen kann. Nichts kam mehr. Die waren so enttäuscht, dass ich da kam und die.
die ganzen Heroes da oben in den Grund und Boden gefahren hat. Carsten, eines möchte ich gerne noch, dass wir beide das mit ihm noch kurz abhandeln. Dein alter Blödelkumpel Hans-Joachim Stuck, Striezel. Abgesehen von Herrn Quester und Herrn Groß, ich meine, das war ja ein Trio Infernal oder auch ein Quattro Infernal, das kannst du da aussuchen. Jeder Hotelier hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ihr eingezogen seid. Dein Kumpel Stuck, 30 Jahre jetzt zurück von heute, in der besten Zeit, wo ihr nur Fates gemacht habt, oder 40 Jahre, hättest du damals je geglaubt, dass dieser Kumpel Stuck mal der höchste Mann des deutschen Motorsports werden würde als DMSB-Präsident? Hättest du das damals geglaubt? Hättest du was drauf verwettet, dass das nie und nimmer geht? Nee, das hätte ich nicht verwettet. Aber ich habe den Striezel ja kennengelernt, da war er 16 Jahre alt. Und der Vater Stuck hat ihn auf der, ist an der Nordschleife gefahren, hat eine Sondergenehmigung, dass er fahren durfte. Und da habe ich den Stuck gefragt, den alten Stuck gefragt, und gesagt, und was sagst du jetzt zu dem Striezel? Und sagt er, der hat viel Talent. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es werden würde. Aber muss auch dazu sagen, wir haben immer eine unheimlich gute Verbindung gehabt. Wir rufen uns an, wenn es nicht ums Rennen geht, sondern einfach mal, wie geht's und was machst du? Da gibt es den Quester, Stuck und mit dem Harald. Ja, natürlich. Ich auch. Also die Geschichten wollen wir heute Abend gar nicht mehr ausbreiten. Das wäre extra Sendung, die dauert auch länger. Ja. Eins müssen wir, glaube ich, trotzdem erwähnen. Es hat in diesem Jahr am Nürburgring ein Rennen gegeben, da seid ihr beide nochmal im selben Rennen gefahren, Hans-Joachim Stuck. Und? Das ja. Leopold von Bayern. Der eine hat auf dem Treppchen gestanden in der Gesamtwertung, der andere hat einen Klassensiegerpokal mitgenommen. Mit dem Schmal aus Düsseldorf, wir sind ja hier bei 2.0 Automotive heute, das diesjährige Einsatzteam, das diesen BMW 320 IS einsetzt und am Nürburgring gleich beim allerersten Renneinsatz einen Klassensieg. Gehört das auch in die Galerie der großen Momente? Absolut, absolut, because in Englisch. Ich habe ja in Nürburgring viele verschiedene Automarken gefahren, Formelautos, Gruppe C Autos. Für mich war Nürburgring immer eine ganz schwierige Rennstrecke, weil es war unheimlich heiß und du hast kaum Momente gehabt, wo du dich ausruhen konntest. Und dass ich jetzt in diesem Jahr am Nürburgring wieder antreten durfte mit dem Auto, und das war für mich wie ein Traum. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich jetzt da in der Klasse gewinne. Coming home. Und dann, ja, und dann ging es ja weiter. Dann bin ich ja Nürburgring gefahren und wieder in der Klasse gewonnen. Also das für mich sind es unvergessliche Momente, gerade am Nürburgring, weil das für mich immer eine wichtige Rennstrecke war, eigentlich mehr so ein Heimvorteil, nicht nur Salzburg, sondern auch Nürburgring. Und dass ich da in der Klasse gewonnen habe, das war ein unglaublicher Moment, der mich also wirklich, den werde ich nicht vergessen. Aber auch dank Sebastian Kübers, der wirklich was Tolles hingestellt hat, hat gesagt, fahr ruhig und du weißt und so, bla bla, wir haben immer uns gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann plötzlich komme ich da in die Boxen und habe gesagt, du hast den Klassensieg gewonnen. Aber ich habe dir ja vorhin mit viel Respekt gesagt, auch aufgrund des Erfolges, ja, du fährst wie ein Nachwuchsfahrer. Also da ist noch Potenzial für die Zukunft. Ja, also wir wollen sie nicht übertreiben. Also ich meine, es ist schon so viel Glück, dass ich die Klasse gewinne und jetzt auch am Nürburgring. Und das war wirklich ein harter Moment, weil das war sowas von heiß in dem Auto, 55 Grad, wie man halt so geschätzt. Und da diese 30 Minuten plus eine Runde, und ich habe da drin gesehen, habe schon so ein bisschen gepumpt wie ein Maikäfer, weil das ging schon an meine Grenze ran. Das macht man. Also, ich meine, ich schaue zwar jünger aus, aber irgendwo habe ich dann schon gemerkt, also das ist schon jetzt, wenn es jetzt nicht zu Ende geht bald, dann muss ich glaube ich an die Box fahren. Und dann sehe ich noch plötzlich, wie ich da durchfahre, die letzte Runde. So, ich habe die genossen, die letzte Runde. Und dann kam ich dann durchs Ziel durch. Und habe dann geblinkt, weil ich wusste, jetzt habe ich einen Klassensieg gewonnen. Und das war einfach für mich, in etwas hohem Alter sowas noch zu erreichen, das werde ich nicht mehr vergessen. Das wäre auch dem Sebastian nicht vergessen. Ein toller. Geht weiter. Und diesmal geht es weiter mit der langen Nacht der Rennsportberühmtheiten. Nein, keine Angst. Also wir wollen nicht die ganze Nacht hier sitzen. Wir hatten gesagt am Anfang, wir sprechen mal so 20 Minuten miteinander, ne? Und jeder darf drei Sätze sagen. War alles völliger Blödsinn, weil bei dieser Besetzung hier bleibt es nicht bei 20 Minuten, werden es anderthalb Stunden oder auch länger. Und damit sind wir auch schon im dritten Teil angekommen. Und wir wollen noch einmal und abschließend, ich verspreche es,
über die gute alte Zeit des Tourenwagen-Rennsports reden. Und ich will nach Hause. Ich habe diesen Blick auf die Uhr vorhin durchaus vernommen. Ich habe auch vernommen, was das zu bedeuten hat. Also deswegen wollen wir natürlich zum Schluss kommen und ganz zu Beginn möchte ich nochmal, lieber Alfred, auf dein grünes Hemd zu sprechen kommen und vor allen Dingen auf deine grünen Felgen. 1993, als du in den Porsche Carrera Cup mit einer schwarzen Karosse kamst, wir müssen das nochmal auflösen, und in den Super Cup mit einer weißen Karosse. In beiden Fällen damals aber eine Feinkostmarke, nämlich Katus, dein Partner. Das ging dann in der deutschen STW-Meisterschaft mit BMW 1994 so weiter. Das durfte ich damals mit Radio Essen begleiten. In der Zeit haben wir sehr viel Rundfunk miteinander gemacht, als es um die Meisterschaft ging, auch ein Jahr später noch mit Audi. Wieder war Katus der Partner. Und jetzt gibt es eine Gemeinsamkeit mit euch Brüdern. Denn da gibt es eine Dame, die in diesem Jahr das Engagement einer Privatbank betreut, Donner und Reuschel, die der heutige Partner von Prinz Leopold von Bayern und der 2.0 Group ist, mit dem Schmal aus Düsseldorf, mit dem BMW 320 ES Kirsten Kunert heißt die. Seid ihr beiden wegen ihr heute hier oder ist also das ein reiner Zufall? Nein, ausschließlich. Anfang der 90er Jahre wollte ich die Kiki immer schon mal kennenlernen, ja. Und daraus hat sich eine Partnerschaft ergeben, ja, die immerhin 3 Jahre gehalten hat. Und wie das so eben ist, ab und zu trennen sich schon mal die Wege. Ja. Aber das ist doch vielleicht sogar der Anlass, uns Brüder wieder zusammenzuführen. Ja, also ich muss auch sagen, das ist doch eine Idee, oder? Dank der Kiki, weil Kiki ist auch gut vernetzt. Und Kiki hat ja, wir haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen und gesagt, du, pass mal auf. Ich kenne jemanden, der wird uns sponsern. Habe ich auch nicht geglaubt, dass das wirklich klappen würde. Aber dann kommt die Kiki, hat sich gesagt, du, ich habe jemanden, Donner und Reuschel. Ich sage, wie? Ja, die wollen uns sponsern dieses Jahr. Und zwar großzügig. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Danke dir, liebe Kiki. Dir habe ich das zu verdanken, dass ich überhaupt dieses Jahr die Saison mitfahre und auch sehr erfolgreich. Also das muss man dir ganz hoch anrechnen. Vielen, vielen Dank dafür. Kiki, brauchst du ein Taschentuch? Ja, das sind so die Fügungen, die dazu führen, dass der Rennsport oder dass die Rennfahrer im Rennsport unterschiedliche Wege gehen. Und irgendwann wieder zusammenfinden, vielleicht als Brüderpaar in einem 2.0 BMW. Wie würden wir das denn finden? Dann adaptiere ich dich dann. Ja, das ist ja, du könntest dann auch mal 24-Stunden-Rennen fahren. Da fährt der Alfred 23 Stunden und der Voll die eine. Ja, genau. Das ist ja nicht jünger als ich. Ja, da gibt es dann möglicherweise aus der Regie auch mal einen Zuruf, wenn der eine 23 Stunden fährt, der andere nur eine, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und wo wir bei Regie sind, Rainer, in all diesen Fernsehjahren, ist da eigentlich immer alles glatt gegangen? Also ich kenne es ja jetzt aus meiner Livestream-Zeit. Wir zwei sind uns ja mal in einem Treppenhaus am Nürburgring begegnet. Das ist 4 Jahre her. Und ich kann mich sehr an die Jeansjacke erinnern, an die Umhängetasche und an einen Satz. Keine 10 Pferde bringen mich in den Livestream, deswegen bin ich da hingegangen. Da kenne ich das ja, dass über das Headset immer einer was erzählt und sagt, in 2 Minuten steht die Maren aber unten in der Box, da musst du ganz schnell abgeben. Wie war das in den Fernsehjahren? Hat es da eigentlich immer alles wunderbar wie auf der Blümchenwiese funktioniert oder gab es auch irgendwann mal richtig Meckern? Ja, also es ist so, es gab eigentlich die ganz lange Leine seitens Karl Senne und Bernd Krämer, Chef und Regisseur. Und es gab allerdings zwei Ereignisse, da habe ich einen Anschluss gekriegt, und zwar einen deftigen. Der erste war der, dass meine liebe Kollegin Christa Gierke, so hieß sie damals, heute heißt sie Christa Haas, dann irgendwann ihren Studenten geheiratet hat, der Wedel hieß. Und dann war die Bauchbinde in Hockenheim Christa Gierke Wedel. Und da haben wir uns alle sehr gefreut und das ging immer so weiter und auf einmal war der Wedel wieder weg. Und dann habe ich dem Bernd gesagt, Bernd, wir sollten dem Publikum schon mal erklären, dass da jetzt irgendwie was fehlt. Und er sagt, es hat sich ausgewedelt. Daraufhin, ich mit meinem frechen Maul, sage, liebe Zuschauer, nur das nicht wundern, unsere Christa heißt jetzt wieder Gierke, es hat sich ausgewedelt. In der Pause der beiden Läufer Anruf von Karl Senne. Hast du eigentlich einen Knall? Das kannst du doch nicht machen. Du hast hier schon genug Gegner in der Redaktion, die deine lockere Art nicht so ganz lustig finden. Muss das jetzt auch noch sein? Bitte um Himmels Willen, das möchte ich nie mehr hören. Bumm, das war der erste Anschiss. Ich habe halt Spaß machen wollen.
Gut, jetzt, wir lachen heute natürlich drüber. Damals ist mir das schon ein bisschen ernster vorgekommen. Und ich habe dann die nächsten zwei Veranstaltungen relativ ernsthaft erledigt, bis dann Mainz Finden kam und unser Freund Poldi sich mehrfach im Rennen gedreht hat. Ja. Und der Kollege Bernd Krämer, wie ich natürlich ein Freund des lockeren Wortes, blendet ein, Prinz Dreopold. Und ich nehme das natürlich auf und schmück das noch ein bisschen aus und am Ende ein Riesenärger im Königshaus und beim ZDF natürlich auch. Große Beschwerde aus dem Königshaus, nicht von Poldi selbst, aber von seinen Leuten, die gesagt haben, so kann man mit einem Prinzen und König nicht umgehen. Ja, weil du es auch gesagt hast, wo ich mich gar nicht selber schuld. Ja, wir haben das dann ausgeschmückt. Und dann hat der Dieter Kürten die Vermittlung übernommen, zwischen dir, glaube ich, und mir. Und es gab eine Entschuldigung meinerseits, es gab eine Entschuldigung offiziell vom ZDF, vom Dieter Kürten, ich erinnere mich. Ja. Und du warst auch nicht sehr erbaut. Und ich glaube, das war der einzige Moment, wo wir zweimal, zumindest für ein paar Tage, eine frostige Stimmung hatten. Das stimmt. Ja, du warst sauer. Aber ich bin ja nicht nachtragend. Nee, und ich aber ja auch nicht. Dann war es gut. Ja. Aber ich habe daraus gelernt, mein freches Maul zu zügeln. Heute kann ich wieder alles sagen, mir kann niemand mehr was. Also, dass der Poldi auch Auto fahren kann, das hat er 84 bewiesen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Du hast eben dein Licht unter den Scheffel gestellt und sprichst von einem dritten oder vierten Platz. Ich könnte dir sagen, dass du bei der dritten Veranstaltung 1984 auf der damals noch über 8 Kilometer langen Avus, berühmte Avus-Rennstrecke. Da gab es damals zwei Rennen, wo jeweils eine halbe Wertung erstellt wurde und natürlich ein Gesamtsieger, einen zweiten und einen dritten Platz. Da bist du in den beiden Läufen nach meinem Wissensstand einmal Fünfter und einmal Zweiter geworden. Zweiter hinter Olaf Mantai, ein paar Hundertstel. Und in der Gesamtwertung, in der Addition beider Rennen, bist du um 1,54 Sekunden geschlagen, hinter Olaf Mantai Zweiter geworden. Das war deine beste DTM-Platzierung. Im BMW 635 Tiersen. Ja, bravo. Und Berlin war ja für dich immer schon ein gutes Pflaster. Da bist du auch aus dem Hotel geflogen, mit dem Poldi und dem Schwester. Ja, aus dem Kempinski. Da durfst du da mitten in der Nacht mit euren Koffern da stehen. Ich darf euch das gar nicht leisten. Ja. Und am nächsten Tag seid ihr alle drei ausgefallen im M1. Ihr habt in Berlin so viel angestellt. Ich denke nur an den Besuch bei Beate Use. Mehr möchte ich nicht sagen. Dürfen wir das dann doch vielleicht ein bisschen hinterfragen, was da los war? Das müsste Rainer erzählen. Bitte, was hast du gefragt? Entschuldigung. Was war da los bei Beate Use? Also selbst wenn der Bildbeweis jetzt nicht also es war so, da war ja der Stuck und der Röhrpfund Audi. Und die hatten ein Zelt aufgebaut, Audi, und da waren die aus also Pappgröße, Pappsoldatenartige, waren dann dort gestanden, haben die eine Hand so gehabt, da war dann die Menükarte drauf. Und dann konnte jeder Gast, der eingeladen war, konnte da die Menükarte holen und sich anschauen, was es zum Essen gibt. Und der Dieter und ich haben gesagt, abends, du weißt du was, wir gehen jetzt in Beate Use-Laden. Jetzt muss ich mal aufpassen, dann haben wir einen Apparat gekauft. Ein zwei Apparat. Stück, ja, es war schön. Hat eine andere Farbe gehabt. Und diese haben wir mit einem Sekundenkleber geschichtet hinten und haben die Beine dem Röhrl und dem Stuck vorne drauf geknallt. Und dann kam der Vorsteher in der Früh und wollte alles kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und daraufhin haben sie plötzlich den Röhrl und den Stuck gesehen mit diesen zwei riesen Dingern da vorne dran. Und da hat es natürlich auch einen riesen Ärger gegeben. Das war einfach, ja, was soll ich sagen, es war gut angekommen. Ja, ich habe auch hier noch ein Bild dazu, fällt mir gerade ein. Das müssen wir natürlich unbedingt noch zeigen. Ich denke schon, dass ich es noch finde. Oh, da ist es, guck. Ja. Da, ja. Du erinnerst? Ja, genau. Oh, ja. Eieieiei. Dass du das Bild gehabt hast. Unglaublich. Weißt du, dass da standen 50 Journalisten. Da gibt es von jedem dieser 50 Journalisten ein Foto davon. Und dann kam der Dieter Scharnagel und hat gesagt, habt ihr alle einen Knall? Wir haben ja die Leute alle bestellt für 13 Uhr und den Striezel gleich dazu. Ne? Der lacht ja wenigstens noch darüber. Und dann hat der Scharnagel alles abräumen lassen und hat gesagt, das ist unmöglich und weg damit. Da wurde der Pappkamerad weggeräumt. Alles hat sich wieder verlaufen. Das war hochpeinlich für Audi. Und da war noch in Hockenheim war da so ein riesen BASF-Ballon, gell? Ja. Mit Helium vollgefüllt. Ja. Der war so groß wie der Raum.
Was haben wir gemacht? Mit einer Drahtschlange haben wir den abgeschnitten. Der ist da oben. Versteht ihr? Der ist da oben, also wie ein Fahrstuhl, ja. Ist da nach oben gegangen und irgendwann Richtung Frankfurt. Dann wurde dann signalisiert, ein unbekanntes Flugobjekt näher sich dem Flughafen in Frankfurt. Also riesen BASF. Was lernen wir daraus, Carsten? Wir haben eine verdammt gute Zeit gehabt. Ja. Alle, wie wir da sitzen. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber früher war vieles einfacher, vieles lockerer, fröhlicher, unbefangener. Ja. Und es war trotzdem Spitzensport, ja. Der ergebnisorientiert war. Und trotzdem möchte ich zum Alfred mal die Brücke schlagen, zum Abschluss, weil wir wollen ja auch zum Ende kommen. Weil vorhin im Pausengespräch hast du einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt, nämlich die Konfiguration der heutigen DTM oder GTM, wie man es auch immer philosophisch anfassen will. Da würdest du aus deiner Perspektive als Rennsportveranstalter, seit 2005 organisierst du den Porsche Sports Cup, vorher die V8-Star, ein paar Dinge anders machen in der Ausrichtung. Was würdest du, wenn du heute im Charge wärst, wie das heutzutage so heißt, was würdest du an der DTM anders konfigurieren, die ja von sich sagt, 28 Weltklassefahrer fahren auf relativ seriennahen GT3-Autos gegeneinander? Ich würde die Autos im wahrsten Sinne des Wortes kastrieren. Das heißt, alle elektronischen Hilfsmittel würde ich da aus den Autos nehmen. Ja. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich schließe mich dem Rainer an von der ersten Diskussion, wo ich als Zuseher dabei war. Ich ziehe den Hut davor, was der Gerhard Berger und sein Umfeld daraus gemacht haben. Ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber die muss sich von all den anderen GT3-Serien unterscheiden. Und die anderen GT3-Serien auf der ganzen Welt, die GT4-Serien, ja, das sind alles Serien, wo man mit so einem Auto relativ einfach sehr schnell fahren kann. Eben weil die ganzen elektronischen Hilfsmittel für den Breitensport und für den Breitensport mit hohem Niveau greifen. Und hier muss einfach eine Unterscheidung sein. Wer ein Vollprofi sein will, der muss in dieser Serie, in der sogenannten heutigen noch immer genannten DTM, der muss ohne elektronische Hilfsmittel fahren. Und dann wäre die Serie, glaube ich, perfekt. Damit kommen wir eigentlich zu Rainers Idee, nämlich entweder beides zusammenzuschmelzen und daraus etwas zu machen, oder machst eine Plattform, die dann von mir aus auch wieder DTM heißt, und du lässt so etwas fahren als Sprintformat und den ADAC als das bisherige Format mit Fahrerwechsel. Also der Titel ist ganz einfach. GTM gleich DGTM gleich Deutsche GT-Meisterschaft powered by DTM. Ja. Da hast du deinen alten Begriff, das ist ja ein Qualitätsbegriff, DTM, richtig. Keine Frage, muss man erhalten. Die Leute wissen damit was anzufangen, mit GTM wissen die nichts anzufangen. Das muss man kombinieren. Und ich bin sicher, und ich würde heute was verwetten, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre es so kommt, dass die zusammengehen. Es bleibt gar nichts anderes übrig, denn einer wird leiden. Ja. Entweder der oder der. Ja. Das ist wie bei Tourenwagen Classics, die sich geteilt haben. Da leidet auch einer von beiden. Das geht nur, wenn man wieder zusammenkommt. Das ist nun mal eine alte Weisheit. Wenn du ein gutes Produkt teilst, hast du am Ende 2 weniger gute, weil einer den anderen was wegnimmt. Alfred? Wir sitzen, fahren mit Fingerspitzengefühl. Die Räder müssen wieder rauchen. Ja. Ja. Wir sitzen, du hast vollkommen recht. Wir sitzen 5 Leute, die schon seit Jahrzehnten sich mit Rennsport beschäftigen. Warum kommen auf deine tolle Idee nicht ein paar mehr Leute? Ich meine, die Idee liegt eigentlich auf dem Tisch und jeder sagt, das kann nicht sein, haben wir ja nun öfter schon erlebt, dass 2 dieser Serie mit den gleichen Autos und noch an einem und demselben Wochenende am selben Wochenende im Fernsehen live übertragen. Ja, und sich die Zuschauer noch wegnehmen. Aber da muss die Entscheider musst du überzeugen können. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder zum Boldi und vielleicht zu mir, die in den heutigen historischen Serien fahren. Es kann genauso wenig sein, dass die DTM Classic und die Tourenwagen ja Legenden noch keinen Weg gefunden haben, sich zusammenzutun. Trotzdem der Unruhe gestiftet hat, eigentlich nicht mehr dabei ist. Ja, ich weiß, wen du meinst. Völlige Übereinstimmung. Aber vielleicht schauen wir uns heute Abend ja mal ein paar Leute zu
und nehmen das auch als Anregung mit und nicht als Gemeckere von irgendwelchen Herrschaften, die wie Waldorf und Stettler auf dem Balkon sitzen, sondern die sich Gedanken gemacht haben, die vielleicht wirklich ein Urteilsvermögen haben, Arno, und die sich freuen würden, wenn die Dinge in Zukunft ein bisschen anders kämen. Ich glaube, es würden alle gerne daran mitwirken. Wir wollen alle doch schöne Rennen sehen am Fernsehen und an der Rennstrecke. Ich sitze zu Hause, ich gehe kaum noch zur Rennstrecke, guck mal am Wochenende alles an, was geht. Meine Frau sagt, du hast einen Knall, dass du immer noch vor dem Fernseher sitzt. Ich sage, das ist meine Sache, mach du dein Ding, am Wochenende mache ich meins, passt da Ende. So, und dann gucke ich mir alles an und mache mir mein Bild, auch wenn ich jetzt schon ein uralter Knacker bin, aber ich weiß schon noch, was da läuft, gell? Ich weiß, ich kriege auch manchmal so einen Anruf, wenn es wieder live gewesen ist, der DTM Classic Cup mit dem BMW 320 IS, der Schmal aus Düsseldorf von 2.0 Automotive. Wir könnten das hier stundenlang fortsetzen, aber irgendwann kommt dann doch mal die große Uhr. Ich kann nur eines sagen, es war für mich ein absolutes Fest. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Arno Wester, Alfred Jäger, Rainer Braun und Prinz Leopold von Bayern. Und ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir mit dieser Gesprächsrunde und hören uns und sehen uns bald wieder. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen. Und bis zum nächsten Mal bin ich Ihr und Euer Carsten Krohme. Und ich bin raus. Dankeschön. Danke, Carsten. Sebastian, jetzt könnte man eigentlich sagen, das war's mal wieder, aber das würde diesem Abend nicht gerecht, ne? Dein Fazit? Sensationelle Runde. Einfach, also ich persönlich hätte jetzt noch 4 Stunden zuhören können, mindestens, aber wir müssen jetzt gleich mal so Richtung Spa. Wir haben noch eine Veranstaltung vor uns. Eine Rennstrecke in Belgien, ne? Ist eine ganz kleine, relativ unbekannte Rennstrecke in Belgien. Da macht ihr Hobbysport? Wir machen da so ein Independence-Ding. Ja. Und, so ein Trackday also. So ein Trackday, Open genau. Pitlane. Nein, wir fahren mit unseren 3 diesjährigen Autos nach Spa und kämpfen tatsächlich mit Leuten wie Olaf Mantai, Chris Nissen und Konsorten um die Meisterschaft im diesjährigen Klassement in der DTM Classic. Muss man, glaube ich, mal ganz kurz einbringen, dass ihr in der Tabelle auf Platz 2 und 3 steht in der Gesamtwertung. Ne? Ja. Baut ja. sich da allmählich so ein bisschen Druck auf? Nein, nein. Wir wissen sehr genau, was wir als Zielsetzung in diesem Jahr ausgegeben haben. Wir wissen genau, was wir können. Wir wissen genau, was wir erreichen wollen. Was wollt ihr denn erreichen? Wir wollen sauberen, ehrlichen und vor allem unfallfreien, sicheren Motorsport zeigen. Der Wettbewerbsgedanke ist natürlich inkludiert in das Ganze. Aber wir können es, und das weiß ich aus den letzten Jahren Motorsport, wir können es nicht immer beeinflussen. Wir gewinnen am Fließband, wir gewinnen unsere Klasse, wir fahren im Gesamtklassement teilweise auf 1. Aber es hat immer mit einem Koeffizienten zu tun. Das heißt, wenn wir nicht das Glück haben, in einer Klasse viele Starter zu haben, können wir gewinnen, wie wir wollen. Wir werden definitiv nicht Meister. Auch in diesem Jahr wird es sehr, sehr schwierig aufgrund der Gesamtkonstellation. Aber wir haben eine Grundverantwortung für jeden einzelnen unserer Fahrer. Für jeden Einzelnen aus unserem Team, für unsere Partner, Sponsoren. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr echt einen ganz guten Job machen. Und das hat, glaube ich, der heutige Abend auch wieder untermauert. Kann man so zusammenfassen, wenn ich mal zurückblicke, 3,5 Jahre ist das jetzt schon her. Da gab es zum ersten Mal in Düsseldorf ein Format, das hieß Benzingespräche. Ja. Das war so ähnlich angelegt, aber das war in jeder Beziehung eher so was wie vorembryonale Phase. Ne? Es hat sich ganz gut entwickelt, ne? Ja, wir haben es damals mit gefühlt 10-mal mehr Vorarbeit und Mühen ausgestattet. Ich muss ganz klar sagen, unser damaliger BMW-Handelspartner hat uns da extrem unterstützt, viel Vertrauen geschenkt. Wir haben da ein Live-Format draus gemacht. Das hätte auch quotenmäßig mächtig in die Hose gehen können. War aber nicht so, waren gleich 30.000, die genau, gesehen haben. Genau, wir haben das echt toll aufgezogen, aus meiner heutigen Sicht noch. Und ich finde auch das damalige Line-Up mit Christian Menzel, Marc Hessel, mit unserem Joker Harald Groß, der dann dazu kam, das war echt eine illustre Runde. Und wir haben ja dann, lieber Carsten, 2019, ein Jahr später war es, haben wir noch einen draufgesetzt mit einer
Runde, die, glaube ich, bis heute unerreicht ist. Es waren, glaube ich, 7 ehemalige DTM-Fahrer. Ja, inklusive Rainer Braun, der noch dabei war. Richtig. Da haben wir auch Benzingespräche 2 am Nürburgring, dank unseres Fahrers, Freundes und Partners Christian Menzel, im Fahrsicherheitszentrum abdrehen dürfen. Und das war auch ein wahnsinnig toller Abend. Erik van der Poele, Mark Hessel haben dann am darauffolgenden Tag das Rennen gewonnen, gemeinsam. Und du kannst mir glauben, das war ein extrem emotionaler Abend, aber auch der Tag darauf mit dem sportlichen Erfolg, das war sensationell. Also um Emotionen geht es hier irgendwie immer. Ne? Vor allen Dingen, wenn der Schmal im Spiel ist, im königlich-bayerischen Donner- und Reuschel-Design. Und ich will die Abfahrt nach Spa nicht weiter verzögern, sondern wünsche ganz viel Erfolg in den belgischen Ardennen. Und ich glaube, so ganz allmählich wollen sich auch die Fahrer verabschieden. Das waren die Benzingespräche, die dritte Auflage bei 2.0 Automotive an der Grafenberger Allee 100 in Düsseldorf.